Jungs und Mädels, Stefan Lammel ist hier. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute geht es um die Einführung vom Klarinettenspiel. Ich möchte euch ans Herz legen, nicht nur Saxophon zu spielen, sondern auch Klarinette. Weil dann erweitert ihr natürlich eure Spielweise, eure Flexibilität, erweitert ihr natürlich unheimlich. Und Klarinette hat so einen schönen Ton. Ja, da geht's doch auf mein Video, wo das Gewinnspiel angebracht ist. Das heißt, in diesem Video spiele ich circa 10, 12 Lieder mit Klarinette unplugged und da hört ihr den schönen Klang ganz deutlich. Also wenn ihr wollt, geht dorthin. Das findet ihr auf meinem Kanal, Gewinnspiel mit Klarinette und da könnt ihr da noch einmal den Klang ganz genau hören. Die Klarinette ist als erstes da und dann kommt das Saxophon. Also ein gewisser Adolf Sax hat aus der Klarinette das Saxophon gebaut, erfunden. Ja, man wollte damals die Querflöten, die Flöten unterstützen, weil die Flöten gegenüber den anderen Instrumenten viel zu leise war. Also, Klarinette war zuerst da und dann wäre es auch gut, wenn man zuerst Klarinette spielt und dann rüber geht auf Saxophon. Umgekehrt geht es natürlich genauso, ist aber mit einer kleinen Schwierigkeit verbunden, weil die Griffweise bei der Klarinette ist ein bisschen anders. Die Tonerzeugung ist genau gleich. Ja, beides gehört zu den Holzblasinstrumenten, beides ist die Tonerzeugung dasselbe. Beides benötigt Rohrblätter und dementsprechend kann ein Saxophonist auch zu der Klarinette wechseln, beziehungsweise auch ein Klarinettist zum Saxophon. Und das erstere Klarinette zum Saxophon, das wäre das Bessere. Warum? Das erkläre ich euch jetzt, weil beim Saxophon hat man auf der Rückseite eine Oktavklappe. Oktav, das heißt, wenn ich am Saxophon C1 spiele, kommt dann auch das C2 hervor mit Hilfe der Oktavklappe. Bei der Klarinette, die hat auch so eine Klappe, das ist aber keine Oktavklappe, sondern das ist eine Überblasklappe. Die überbläst nämlich nicht in die Oktave, sondern noch einmal zusätzlich kommt noch eine Quinte dazu. Man sagt in die Duodezim. Oktav plus 5 ist dann Duodezim, weil man rechnet ja die Oktav selber nicht mit ein. Das heißt, wenn ich auf der Klarinette den Ton C spiele und drücke dann diese Überblasklappe, dann kommt nicht C2 raus zum Hören, sondern es kommt nochmal eine Quinte höher. Das ist nämlich dann das G2. Ich mache es euch vor. Zuerst das C. Dann drücke ich hier auf der Rückseite dazu diese Überblasklappe und dann kommt nicht C2, sondern G raus. Die Oktav wäre. Das wäre die Oktav. Die ist aber mit dieser Überblasklappe nicht zu erzielen, sondern das ist das G2. Und so verhält sich das mit anderen Tönen auch. Wenn ich D spiele und drücke ich dann die Überblasklappe, kommt nicht D2, sondern ein Ton höher wie G, nämlich A2 hervor. Die Oktav von D wäre hier. Da werden ganz andere Finger dran beteiligt. Das ist also der große Unterschied. Der Vorteil ist, dass man auf der Klarinette einen größeren Tonumfang spielen kann. Und der nächste Vorteil ist, die Klarinette klingt ganz anders, aber
durch ein bisschen Übung hat man praktisch zwei vollwertige Instrumente zum Spielen. Drum animiere ich euch, entweder, wenn ihr schon Klarinette spielt, auf Saxophon überzugehen und beides zu probieren. Oder wenn ihr Saxophon spielt, dann schön langsam versuchen, auch Klarinette mitzunehmen. Macht großen Spaß. Eigentlich wäre es das schon wieder. Wie gesagt, geht's auf dieses Videogewinnspiel mit Klarinette. Und da habt ihr dann ein genügend Material, wie das geht. Das soll jetzt gewesen sein für die Einführung. Ich werde in den nächsten Tagen mehr über die Klarinette erzählen, mehr Lieder euch zeigen, auch bestimmte Tricks und Tipps, zum Beispiel, wie man sowas spielt. Also man kann viele Sachen machen mit der Klarinette, wie auch mit dem Saxophon. Und wenn man beides beherrscht, hat man wirklich, ich möchte es nochmal wiederholen, zwei vollwertige Instrumente. Schreibt es mir in die Kommentarbox genau, was ihr wissen wollt. Es kommt also dann auch ein Lied, das ich genau erklären werde in den nächsten Videos, in den nächsten Tagen. Es kommen auch ganz klare Hinweise, wie man zu Play-Along oder Backing-Tracks oder Playbacks spielt. Ich werde dann selber auch Playbacks erstellen, so wie ich es auch beim Saxophon mache. Und wie gesagt, fragt's mich, stellt es in die Kommentarbox mit rein, damit ich genau weiß, was ihr für Probleme habt. Und dann gehe ich auch ganz genau mit dem Video darauf ein. Wenn sie Lust hat, abonniert mich, das würde mich freuen. Je mehr Abonnenten, umso mehr Motivation habe ich. Also für mehr Musik bitte abonnieren, das ist halt so. Und die Glocke einschalten, Glocke bei YouTube nicht vergessen. Dann sage ich Tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal.